Mögliche Optionen zum Publizieren Ihrer Präsentation sind das Speichern als PDF-Datei, als gesippte HTML-Daten oder das Veröffentlichen auf einem Adobe Acrobat Connect Server. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie in diesem Video. Im Adobe Presenter habe ich die Möglichkeit, meine in PowerPoint erstellten und angereicherten Informationen zu veröffentlichen. Und hierbei habe ich dann mehrere Optionen. Also die Einstellungen kann ich natürlich separat gestalten, wie meine Datei aussehen soll, mein Ergebnis aussehen soll. Und jetzt nehme ich hier einfach mal das Aluminium. Und die wesentlichen Einstellungen, die ich Ihnen zeigen möchte, sind hier diese drei. Ich habe einmal die Möglichkeit, das Ganze auf dem Arbeitsplatz zu publizieren. Wir sehen hier ein kleines Flash-Zeichen. Das bedeutet, dass das Ganze als Flash-Inhalt dargestellt wird. Da gibt es dann mehrere Optionen, Paket als ZIP-Datei komprimieren und CD-Paket automatisch abspielen für CD auszuwählen. Der zweite Punkt ist Adobe Connect Pro. Da kann ich das Ganze auf einem Server publizieren. Das heißt dann auch, dass das online zur Verfügung ist und ich nicht nur mein Training online machen kann, sondern das Ganze auch einbetten kann in eine Trainingsumgebung. Und der große Vorteil ist da eben, dass ich dann prüfen kann, hat er denn alle Inhalte schon angeschaut, mehr als ein Training absolviert und diese Informationen auch wirklich verarbeitet. Der letzte Punkt, Adobe PDF, damit kann ich das in ein PDF publizieren. Fangen wir mit dem Arbeitsplatz an und sagen, wir möchten das Ganze als ZIP-Datei komprimieren und legen das in folgenden Ordner. Und dann sagen wir hier, dass wir das Ganze veröffentlichen, damit wir auch wissen, wo wir das hinpacken. Innerhalb des veröffentlichen Ordners werden wir dann diese Daten ablegen. Gut, ich bestätige das Ganze und die Datei wird erstellt. Dies ist die erste Folienseite. Dies ist die zweite. Was wir sehen, ist, dass diese Präsentation hier im Browser abgespielt wird. Das heißt, ich habe hier meine verschiedenen Optionen gehabt, dass ich das als PDF publiziere und in dem Beispiel hier funktioniert es so, dass ich im Browser das Ganze abspielbar habe. Wir schauen uns das Ganze natürlich gleich noch an im Ergebnis im Vergleich zu den anderen Optionen, die wir hier hatten. Beim Veröffentlichen, wie gesagt, den Server, da kann ich auswählen, auf welchem Server das Ganze gehen soll. Und Adobe PDF, da habe ich schon ein paar Beispiele vorgestellt und die werden wir auch gleich uns im Vergleich nochmal anschauen. Gut, die drei Möglichkeiten gab es und jetzt schauen wir uns einfach mal das Ergebnis an. Hier das Ergebnis. Ich habe hier oben meinen Ordner Veröffentlichen. Dann haben wir hier eine ZIP-Datei. Und in dieser ZIP-Datei sind plötzlich ganz fürchterlich viele Dateien. Eine Index-HTML-Datei, die mir eben die Möglichkeit gibt, das Ganze zu starten. Und wenn ich hier diese Datei anschaue, dann ist es genau das Gleiche, nur nicht eben als ZIP-Datei. Und ich habe noch eine sogenannte Auto-Run-Datei, bei der ich das starten kann. Sie sehen, es sind sehr viele Ordner bzw. Dokumente in dieser ganzen Struktur drin. Das hängt einfach damit zusammen, wie ich damit arbeiten kann. Wichtig ist das dafür, wenn ich es gerade auf dem Server publiziere, dann brauche ich all diese Verbindungen untereinander. Deswegen ist es die schöne Möglichkeit, das Ganze im PDF selber abzuspielen. Und da habe ich auch noch ein Beispiel vorbereitet. Da brauchen Sie nämlich gar nicht dran denken, wie das aussieht, in welchem Ergebnis ich das Ganze gemacht habe, von wegen, welchen Browser habe ich keinen, welche Dateien brauche ich, womit starte ich. Und dann habe ich hier das Ergebnis in meinem PDF drin. Also verschiedene Möglichkeiten, um die Inhalte zu publizieren. Im Zusammenhang mit Acrobat natürlich ist es besonders interessant, das Ganze als PDF zu publizieren, damit ich das dann auch weitergeben kann und im Reader anschauen kann.